Wind, Sonne oder Biogas. Immer mehr elektrische Energie wird aus volatilen Quellen erzeugt. Doch unsere Netze, egal ob in Industrie- oder Privathaushalten, sind nicht auf eine schwankende Stromerzeugung ausgelegt. Wenn die Stromerzeugung instabil ist, müssen Vorkehrungen getroffen werden, damit der Haushalt trotzdem noch funktioniert. Deswegen entwickelt man am FZI Methoden und Verfahren, um Gebäude intelligent zu machen. Aber was versteht man eigentlich darunter? Intelligente Gebäude sind Gebäude, die Informationen über die Zustände ihrer Anlagen haben, dass sie also wissen, welche Anlagen gerade wie benutzt werden, dass sie wissen, wie die Energieflüsse sind innerhalb der Gebäude, dass sie Prädiktionen haben, wie die Energieflüsse sein werden und in welchem Zustand die Geräte in der Zukunft sein werden, sodass man dann vor allem Verbraucher und Erzeuger gut aufeinander abstimmen kann. Dafür wurden hier im FZI Living Lab Smart Energy Verfahren zur kontinuierlichen Netzerfassung und intelligenten Steuerung von flexiblen Verbrauchern konzipiert und umgesetzt. Ja, wir entwickeln Optimierungsalgorithmen, die im Prinzip zweistufig arbeiten. In der ersten Stufe wird Flexibilität identifiziert. Das heißt also, die Algorithmen identifizieren, welche Systeme verlagert werden können, ob man also beispielsweise ein BAKW zu einem späteren Zeitpunkt starten könnte oder einen Trockner zu einem späteren Zeitpunkt startet. Das ist dann die Flexibilität, die wir ermittelt haben, und in einem zweiten Schritt versuchen wir dann, diese Flexibilität möglichst optimal zu nutzen. Unser Ziel ist es, möglichst anwendungsnah zu forschen. Deshalb verzichten wir auf reine Simulationstechnologien. Hier im FZI Living Lab Smart Energy werden Gateways aufgebaut, an denen dann die einzelnen Geräte wie Heizungsanlagen, Blockheizkraftwerke, Smart Plugs, Photovoltaikanlagen und Speichersysteme gekoppelt sind. Diese Gateways steuern die Geräte im FZI House of Living Labs. Und so wird hier praxisnah erprobt, was in Zukunft in Haushalten eingesetzt werden kann. Auch im Projekt Grid Control geht es genau darum. Mit dem Projektpartner NetzBW soll eine Gesamtlösung für das Energieverteilnetz der Zukunft gefunden werden. Beispielsweise statten wir diese Haushalte im Schwarzwald mit Speichersystemen aus. Wie gesagt, bestimmte Verbraucher kann man nur steuern, indem man bestimmte Komforteinbußen in Kauf nimmt. Das möchte nicht jeder Nutzer. Wenn man jetzt aber so ein Speichersystem integriert, dann kann man eben die überschüssige Energie, die tagsüber erzeugt wird, auch dann nutzen, wenn ich nicht meine Spülmaschine oder meine Waschmaschine automatisch steuern möchte. Das heißt, ich lade dann mit überschüssigem Photovoltaikstrom den Batteriespeicher auf und kann dann in den Abendstunden, wenn die Sonne nicht mehr scheint, ich aber trotzdem Strom brauche, dann den Strom nutzen. Und genau so einen Energiespeicher haben wir hier. Den testen wir hier schon aus und können damit dann bei uns im Labor nachbilden, was wir später dann im Freiamt im Feldtest einsetzen werden.